Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Penis-Ausgabe heute mit dem Jonathan und dem Christian hallo. Und dem Peter. Wir spielen My Little Pony, ein Maritime-Bucht-Abenteuer. Alter, es kostet 40 Euro. Ja, 40 Euro ist echt 40 hier. Euro. Aber der beste aber Feature haben wir schon okay. Direkt im Hauptmenü. Jedes Mal, wenn ich das wechsle, liest der vor, was da steht. Ja, aber das ist doch nett, weil wahrscheinlich die Leute, die das spielen, die können doch nicht lesen. Das kann natürlich sein. Oh, klar. Ich kann die Auflösung leider auch nicht ändern. Also ich muss so, grafisch kannst du gar nichts ändern. Meinst du, wenn du das, also ich könnte mir vorstellen, das spielst du so mit, keine Ahnung, 8 Jahren, da kannst du doch, du kannst doch in der zweiten Schule schon richtig gut lesen. Als ob ich im zweiten Schuljahr schon Minispiele lesen könnte und so ein Scheiß. Im ersten Schuljahr lernst du doch die ganzen Buchstaben erstmal, oder? A, B, C, D, E, F, G. Ja, okay, keine Ahnung, also. Oder Bänden, was ist denn Bänden? Ja, wir gucken mal, ob wir auch Spaß haben als Nicht-Kinder mit My Little Pony. Also wir geben uns jetzt jede eine halbe Stunde Zeit und sagen danach, wie wir es finden. Also bis gleich. Bis dann. Tschö. Freitagabend, die Schnittchen. Naja. 40 Euro kostet My Little Pony. 40 Euro. Oh, gucken wir doch mal. Minispiele. Einstellungen. Minispiele. Spielen. Also. My Little Pony. Ne, habe ich ja keine Ahnung von. Habe ich die Serie nicht von gesehen und gar nichts. Aber hab Bock. Minispiele. Minispiele. Spielen. Minispiele. Wo bin ich hier gelandet? Warum? So, dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Spielen und dann Abfahrt, ne? Sobald es losgeht. Mal gucken, was hier passiert in My Little Pony. Alter, ey. Zu dem Zeitpunkt bin ich 33 Jahre alt, wo das Spiel erschienen ist. Zwischen Einhörnern, Pegasi und Erdponys herrscht, wird sein Licht den Himmel über der Maritime-Bucht erhellen. Was ein Glück. Ne! Oh. Aber es gibt ein junges Pony, das immer bereit ist, uns allen zu helfen. Ich bin wach. Sunny, woo! Moment mal, wo sind denn alle? Ah, auf der Main Street wegen des Maritime-Buchtags. Hitch wartet sicher schon auf mich. Aber irgendwas stimmt nicht. Meine Tasche! Wo habe ich sie denn diesmal stehen lassen? Ach, Sunny. Immer du und deine Tasche. Und es geht los. Halbe Stunde. Ich folge den Sternen. Ich kann springen. Ich will das andere Stern auch. Das andere Stern. Die Trigger machen nichts. Die Buttons machen nichts. Y, X, A. Spielen. Steuerung, Audio. Beenden. Erstmal alles hier einsammeln, wichtig. Komm ich da hoch? Aha, kann ich weit springen? Jawoll! Fortnite geklaut hier. Oh, guck mal. Fortnite. Oh, Alter, mit Pinata. Mega nice. Aber wo ist nur die Tasche? Das ist meine Tasche. Auf einem Häschen. Der Frechdachs. Meine Tasche. Das Kaninchen hat sie mitgenommen. Fuck Kaninchen, Alter. Dich esse ich. Wessen Stimme ist das? Irgendwie kenne ich die. Das ist gar nicht so low budget, ne? Was ist das Kaninchen? Die dumme Sau. Aha. Wie frech. Vielleicht kann ich meine Erdmagie auf die Pflanze wirken. Oh. Mit meiner Erdpony-Magie kann ich Pflanzen und Blumen wachsen lassen. Springe die Erklärung ist so süß. Einfach für die Kinder. Boah, ich bin magisch. So, friss es auf. Ach, aha, ich muss nur diesen Punkt erreichen. Die Abfahrt. Tada. So muss das sein. Toll angezogen und bereit zum Feiern. Was bringt mir denn jetzt die Tasche? Ich hab ein Achievement bekommen. Ich hab ein Achievement, ein liebenswerter Dieb. Wieso der liebenswert? Du hast die Tasche geklaut. Was ist daran liebenswert? Oh, das ist bestimmt voll das Secret gewesen hier mit der Blume. Ah, das Kristallglanzhaus. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir an das so einem Bunny, magischen Ort leben. Friss den. Ah, geht nicht.
ist denn hier los? Tinkerbell! Schimmerflügel, du bist Schimmerflügel! Wow, du bist ziemlich stark für einen Schmetterling. Warum warst du da gefangen? Tut mir leid, ich spreche kein Schmetterling. Ich glaube, sie will, dass ich ihr folge. Ich muss los. So. Ja, aber erstmal muss ich ja hier jetzt alles einsammeln, ne? Das ist ja das Übliche. Okay, dann folgen wir jetzt dem Schmetterling. Ach nee, Moment. Dann folgen wir jetzt dem Schmetterling. Das ist ja super. Erst noch die Sterne einsammeln. Können wir das zertrümmern? Nein, das wäre viel zu brutal. Lass mich reingelegt! Immer mit hinter Schimmerschwanz, Schillingschwanz, Schimmerschein. Ich weiß schon nicht mehr, wie das Vieh hieß. Immer hinterher. Jawohl, sehr schön. Immer alles einsnacken. Das ist das Wichtigste. Dann kann ich mir bestimmt Skins holen oder sowas. Eine neue Frisur. Oh. Warte auf mich! Schimmerflügel! Leute, Schimmerflügel kommt wieder. Wird zu langsam, um Schimmerflügel zu folgen. Hallo, wer bist denn du? Du bist noch hier? Wir sollten uns beeilen. Maritime-Bucht erwartet uns. Es ist Izzy. Ich weiß. Hier geht's lang, richtig? So sieht es aus. Aber die Brücke ist zerstört. Nein! Wir könnten sie mit unseren Einhornkräften wiederverwerten. Ein Wiederverwert-Magie. Aber ich erinnere mich nicht, wo ich mein Werkzeug hingetan habe. Es sollte in der Nähe sein. Kannst du mir beim Suchen helfen? Schon dabei. Okay, My Little Ponys sind scheinbar sehr vergesslich. Kann man so vergesslich sein? Okay, ich helfe dir beim Suchen. Moment, soll ich bei dir auch B benutzen, um mit auf dich Magie anwenden? Glitzer und Macaroni kann alles ein wiederverwertet werden. Wir brauchen Macaroni? Okay, Magie, aber wir brauchen Werkzeug. Na gut. Wir müssen Farbe suchen, einen Hammer und... Ach so, Farbe haben wir schon gefunden. Ups. Die Stimme von Izzy ist die Stimme von dem Vieh in Witcher, was bei dem Moom haust. Hier, wie heißt denn der nochmal? Klaus? Kläuschen? Jürgen? Hänsel? Hansi? Hansi! Hansi hieß der. Das ist doch die Stimme, oder? Ich muss natürlich sagen, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn mein Kind dieses Spiel später spielt. Ne? Das ist halt süß und knuffig und ganz viel. Genau. Aber für mich persönlich ist es so... Aber ich bin ja auch ein bisschen raus aus dem My Little Pony-Alter. Das ist schwer zu verkraften, weil eigentlich ist man nie raus aus dem My Little Pony-Alter, aber... Muss erstmal den Weg dahin finden. Oh, da ist wieder hier Erdmagie. Hui! Kann ich in den Tod stürzen? Wer bist du? Ah. Das ist doch mal ein Leben. Hallo! Genieß den Shake. Okay, easy. Dadurch haben wir jetzt auch Holz. Perfekt. Jawohl, da sind wir. Vielen Dank, Sunny. Du bist eine Brückenretterin. Jetzt kannst du solche Tische immer ein wiederverwerten. Drücke auf diese Schaltfläche, wenn du einen Basteltisch findest, um ihn ein wieder zu verwerten. Was ist das für ein Deutsch? Drücke auf diesen Knopf, wenn du einen Basteltisch findest. Okay. Jawohl! Okay, ja, easy, haben wir das hier auch geschafft. So, jetzt muss ich da treten. Da ich ihn schon eine Weile hab gut, gegen die pinken Bäume kann ich treten. Ist ihm wichtig. Hitch, wer ist denn Hitch? Oh, Hitch ist bestimmt der geile Hengst. Oder bist du ein Wallach? Yo, Hitch, was geht da ab? Da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht. Du bist aber eine hübsche Locke. Übrig? Übrig? Hab ich einen Crush übrig drauf auf Hitch? Um deine Fähigkeiten als Hirtin zu trainieren. Die neue größte Tradition am Maritime-Buchttag ist der Kaninchenhirten-Klassiker. Yay! Muss das sein? Oh, die Kaninchen tun mir irgendwie leid. Kann ich die platt treten, die Kaninchen? Lieben es. Das sagen sie mir immer wieder. Siehst du? Na gut, was muss ich tun? Also, einige Kaninchen sind zur Main Street weitergehoppelt. Drei Kaninchen werden noch vermisst, aber sie können nicht weit gekommen sein. Du musst sie für mich einfangen, ja? Alles klar, bin schon unterwegs. Gott! Richtig Bock drauf. Erstmal haben wir hier wieder so einen geilen wiederverwertbaren Tisch. Oh, es sieht jetzt hübscher aus. Oh, jetzt ist da überall sind da tolle Lichter.
Guck mal, mit Pfeil. Das Kaninchen sitzt auf dem Baum. Platz reden. Wie ist da oben? Wie ist es auf diesen Baum gekommen? Komm runter da. Was? Was? Los, zurück. Können wir das essen? Das ist doch eine Möhre. Hallo. Pferdchen lieben Möhren. Oder Karotten. Tada, geschmückt. Oh, jetzt ist das alles pink. Yay. Ach, guck mal, da ist es da unten rausgekommen. Und da sind sie, die drei Kanickelchen. Gut gemacht, Sunny. Du bist wirklich eine gute Hirtin. Dankeschön. Aber dazu gehört auch, dass sie gefüttert werden. Finde ein paar Möhren und komm zurück, bevor sie unruhig werden. Könnt ihr mir vorstellen, wo die sind? Oh, mit der Erdmagie einfach rausgetreten. Weil wir so krass sind. Toll! Oh Gott! My Little Ponies sind also, die sind magisch. Vielleicht machen wir ja doch noch eine Kaninchenhirtin aus dir. Was meint ihr? Nee, möchte ich nicht werden. Bin fertig, will geritten werden. Halte ich gar nichts von. Das war öde. Willkommen zum offiziellen Ausbildungslager für den Hirtenwettbewerb. Das Ziel ist einfach. Treibe die Kaninchen zu den Toren. Je mehr Kaninchen du zusammentreibst, desto mehr Punkte bekommst du. Okay, easy. Mega geil. Krankes Spiel. Insane. Oh, hier werde ich langsamer. Ich habe sicher richtig was dabei gedacht. Sie haben mich alle reingelegt. Lol, die hauen alle ab, die Lümmel. Lol, wie viele kommen da raus? Oh, Kürbis gibt plus Zeit, oder was? Ich will der Allerbeste sein. Oh nein, sie sind alle da rein. Ey, das ist ein Lila. Das ist ein krasses Kanickel. Das ist richtig schnell. Das ist viel krasser als die anderen. Alter, ich sehe uns hier nur einen Versuch machen. No! Die Zeit ist rum. Hoffentlich bin ich gut genug. Das war nicht schlecht, würde ich sagen. Oh, ich habe nicht mal 3 Kronen geschafft. Das ist belastend. Das ist belastend. Ich dachte hier bei so einem Kinderspiel Easy Snack. Aber guck mal, wie ich freigespielt habe. Oh Mann, ey. Das hat wehgetan. Dieses Jahr könnte ausnahmsweise mal spannend werden. Großartig! Main Street, auf geht's! Ja! Okay, aber erst muss ich alle Kisten wegbringen. Nein, ich habe sie hergebracht und bring sie auch wieder weg. Ist schon okay. Er kann das gut. Willkommen in der Main Street, dem Herzen der Maritime-Bucht, Fohlen. Oh, willkommen, Ponys. Wollt ihr ein fabelhaftes Spektakel sehen? Klar. Ja, wollen wir. Dann verpasst auf keinen Fall die Pip-Pip-Parade. Pip-Pip-Parade. Die ganze Stadt. Die Pip-Pip-Parade, nice. Ja, wir kommen und unterstützen euch. Ich bringe massenhaft Glitzer. Perfekt. Dann sehen wir uns dort, Fohlen. Ich werde auch kommen und Deko basteln. Bis dann. Und ich werde am Eingang des Stadtparks Wache stehen. Die Synchro ist ziemlich gut, muss ich sagen. Also, da bin ich doch positiv überrascht. Okay, jetzt kann ich hier alle Dinge einsammeln. Oder ich kann wahrscheinlich auch hier Quests machen. Jawohl. Schön Sterne gesammelt. Was sind das eigentlich für komische Gummihammer, mit denen die da arbeiten? So kriegt man doch nichts geschissen. Ja, wow, Handwerker-Profi. Main Street sieht richtig schick aus, oder? Oh ja. Und ich kann hier wieder schmücken. Oh, ich kann auch den Brunnen anmachen damit. Ist ja insane. Kann ich hier was kaufen? Töpfe und Samen. Schöne Blumen in allen Farben. Samen gibt es bei mir auch. Ja, Samen nehme ich. So, was geht hier ab? Bist du ein Pegasus? Hey, wo willst du denn hin? Zur Pip-Pip-Parade. Sir? Falsche Antwort. Sunny Star Scout, stimmt's? Du bist automatisch an der Wings Flugakademie angemeldet.
Du bist als geflügeltes Anfängerpony aufgeführt und musst so schnell wie möglich mit deiner Ausbildung beginnen. Zuerst musst du deine Fähigkeiten auf dem Boden mit einem Hindernisparcours testen. Sammle alle Kristalle schnell genug ein, um dir deine Flügel zu verdienen. Boah, Alter. Bist du bereit, deine Fähigkeiten... Ja. Okay, ich meine... Ja, Sir. Ich will meine Fähigkeiten testen. Alter. So, okay, ich brauche 326 Kristalle. Boah, diese Stimme, ne? Alter, Film. 3, 2. Komm, das muss ich doch jetzt easy hinkriegen. Das ist ein Kinderspiel. Let's go. How hard can this be? Das ist schon schwierig. Das ist ein Kinderspiel. Alles andere... Wäre traurig. Ja, easy Snack. Gut gemacht, Kadettin Star Scout. Du hast ja doch was drauf. Die hast du dir verdient. Da jetzt Flügel? So, ich dachte, ich krieg Flügel. Wings steht für das wunderbare Institut für natürliche gravitationslose Schwerelosigkeit. Cool, was? Mega cool. Was ist da los? Was stimmt nicht? Was nicht stimmt? Gar nichts stimmt! Meine schöne Plakatwand ist zerstört worden. So wird niemand zu meiner Aufführung kommen. Welcher Schlingel? Unerhört! Maritime-Bucht ist nicht sicher. Er würde so etwas tun. Es gibt da ein Pony, das versucht, die Veranstaltung zu verderben. Wir müssen ihn finden. Natürlich oder ihn. Oder sie. Aha. Oder sie? Kein Pony darf unverdächtig sein. Irgendein Pony muss doch etwas gesehen haben. Ich möchte, dass du jedes einzelne Pony hier befragst. Ich werde herumfragen. Mir kann man trauen. Das finde ich richtig. Ha. Hier darf ich nicht drüber. Mit langer blauer Mähne. Okay, was sagt man mit langer blauer Mähne? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, hat lila Fell. Und blau. Oh, easy! Smoothies! Fruchtige und leckere Smoothies! Izzy ist die Verräterin! Verdächtigt wird ein Einhorn. Ich habe alle Hinweise. Ich muss mit Sprout sprechen. Alles klar, wir kennen ihn über die Täter. Ich wäre für Fehlen. Ich glaube, das ist Izzy. Oh. Wunderschön. Träumchen. Großartige Detektivarbeit. Danke. Ein Einhorn mit lila Fell und langer blauer Mähne. Izzy! Die dumme Sau. Es ist klar, wer es war, Sunny. Nein. Ich würde sowas niemals tun. Als Hilfs-Sheriff muss ich sie wohl verhaften. Ja, nein, und zu Sauerbraten verarbeiten. Ich werde mit ihr reden. Du solltest sie besser finden, bevor ich es tue. Er will sie zu Sauerbraten verarbeiten. Ich muss sie finden. Oh nein, oh nein, oh nein. So, jetzt müssen wir die Zerstörerin finden. Dann wird die dem Gericht vorgeführt und... Ich glaube nicht, dass sie mich dort reinlassen. Das ist voll die Bullies, die Bunnies. Izzy, ich rette dich. Wo bist du, Izzy? Hallo, Sunny. Ist der Maritime-Buchtag nicht absolut wunderbar? Ja, aber du hast ihn zerstört. Mein Pony hat sich an Pips Plakatwand zu schaffen gemacht. Oh nein, das ist ja furchtbar. Ich habe eine Idee. Is it? Ich könnte sie ein wiederverwerten. Ja, das wird beweisen, dass du es nicht warst. Was nicht war? Nichts. Was brauchen wir? Wir brauchen Farbe. Viel pinke Farbe. Kannst du welche finden? Alter, nur am Arbeiten hier. Die eine hier hat auch Farbe verkauft. Guck mal, da ist ein pinker Eimer. Oh, hallo, suchst du Farbe? Ja. Ja. Wunderbar. Und was hast du zum Tauschen? Sterne. Es ist der Schau dir dich aufs Maul. Buchtag. Geld ist nicht erlaubt, nur tauschen. Und was hättest du gern für die Farbe? Tja, früher wollte ich immer ein Pegasus-Wächter sein, wenn ich groß bin. Wenn ich doch nur einmal einen dieser coolen Wächterhelme aufsetzen könnte. Vielleicht kannst du mir ja einen besorgen. Oh, ist halt alles schier stressig. Muss ich jetzt mit dem Dulli da reden? Er ist gar kein Pegasus, er hat gar kein Pegasus-Wächterhelm. Die Wachen waren noch hier irgendwo, oder? Da, kann ich nicht deinen haben? Die Fabrik ist geschlossen. Ach so, okay. Was? Mein Helm? Auf keinen Fall.
Frag ein anderes Pony. Okay, dann wird schwierig. Ja, okay, komm, Schmetterling, zeig mal, wo lang geht. Gib! Was für ein fabelhaftes Kostüm darf es für dich sein? Gib mir den geilen Wächterhelm. Ein Wächterhelm? In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Geil, danke schön. Ich habe einen, aber... Aber du möchtest ihn nur tauschen. Es ist der Maritime-Buchttag. Und ich wünsche mir nichts lieber als eine fabelhafte rote Blume. Alter, dieses Hin- und Herlauf. Das ist ja schlimmer als bei WoW. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich habe meine letzten weggetauscht. Nein! Ich habe in diese Töpfe Samen für rote Blumen gepflanzt. Ich könnte Magie einsetzen, damit sie schnell wachsen. Wenn das okay für dich ist. Mehr als okay. Bitte probier es aus. Ich finde, dafür kannst du mir dann aber auch eine gönnen. Toll! Ah, das ist doch der Deal. Perfekt! Alter. Welch wunderschöne Blume. Hier, ein brandneuer Helm für dich, Schätzchen. Ja, danke schön, Schätzchen. Ja, geil. Ich mag Sachen zu tauschen. Jetzt zum Farbenladen. Der ist stylisch, aber jetzt kriegen wir pinke Farbe. Sieht gut aus. Wunderbar. Für Equestria. Ein Tausch ist ein Tausch. Hier hast du deine pinke Farbe. Okay, dann behalt ihn halt. Perfekt. Jetzt können wir die Plakatwand in Ordnung bringen. Aber wer war's denn? Ist ja wie, das ist ja hier wie... Oh. Okay. Oh, tausend Dank, Sunny. Alles für den Maritime-Buchtag. Ja. Ich warte bei Main Melody auf dich. Die Menge wird begeistert sein. Mega geil. Kommt alle Ponys, die Aufführung geht bald los. Juhu. Toll. Die Tat ist noch nicht aufgedeckt. Das geht doch so nicht. Entschuldige, muss bestraft werden. Und zwar mit Freiheitsentzug. Was macht man denn überhaupt mit diesen Sternen? Wofür habe ich die? Meine Meinung sind 730, also... Ab zur Maritime-Buchtday! Hast du herausgefunden, wer meine Plakatwand ruiniert hat? Nein. Nicht wirklich. Egal, jetzt sieht sie wieder schön aus. Nur das zählt. Nein! Sunny! Die Menge ist da, aber etwas fehlt. Primrose, meine Ersatztänzerin! Primrose! Es kann keine Tanzaufführung ohne Tänzer geben. Suchst du sie für mich? Ich kann tanzen. Klar. Wo soll ich nachsehen? Sie mag es, sich zu verstecken. Oh. Und Smoothies. Ich werde sie finden. Sie hat sich die versteckt. Show muss weitergehen. Ich erinnere mich an einen Smoothie. Irgendjemand hatte einen Smoothie. Wer hatte denn nochmal einen Smoothie? Ich weiß, wo die Smoothies sind. Und ich weiß auch, wo dieses Paket ist. Ach, der Typ, der geschwommen ist. Ich erinnere mich. Die angesagteste Mode vom Pegasus-Hügel. Das habe ich schon gesehen. Das ist da oben. Hey, bist du es, Primrose? Oh, nein. Primrose ist verschwunden. Da du ist bist er. Es, Primrose. Ja, ich bin's. Aber ich kann nicht zur Aufführung. Ich habe nichts Hübsches zum Anziehen. Oh. Nichts? Ich finde etwas Passendes für dich. Das würdest du für mich tun? Ich brauche drei Teile. Natürlich, nein. Ja. Nimm direkt so drei Teile, echt. Wie drei? Wohin denn? Ich möchte direkt drei Sachen haben. Dies aber... Dafür wirst du so viele Komplimente einheimsen. Schon? Ja, ist ja gut. Guck mal, das Spiel geht doch direkt davon aus, dass ich wieder gar nichts geschissen kriege und schickt mir den Schmetterling hin und her. Kleidungsstücke für den Ponywalk? Kommen wir sofort. Wir müssen jetzt nicht tauschen, sehr gut. Ja, hier werden die Kinder direkt auf Modemarken... Ich hab alles zusammen. Es wird Zeit, Primrose die Kleidung zu bringen. Oh, die 30 Minuten sind vorbei. Das ist aber schade. Jetzt wird Primrose nie ihre drei Anziehsachen bekommen, um am Maritime-Buchtday teilnehmen zu können. Das ist belastend. Aber ich guck mal, wie es dem Rest gefallen hat. Primrose, ich hab dir Klamotten besorgt. Jetzt siehst du bestimmt fabelhaft aus danach. Ja. Alter, der Schal steht dir doch auch schon richtig gut. Auftreten. Aber ich kann nicht. Nein, ich kann einfach nicht. Was, wenn er sie nicht mag? Ja? Wer denn? Wen meinst du? Hitch! Wen denn sonst? Er ist so lieb zu allen Ponys. So umsichtig einfach. Ich sag doch mal, er hat einen Crush auf Hitch.
Sie ist verknallt. Oh, ich verstehe. Aber Hitch interessiert sich nicht so sehr für Mode. Tut er nicht? Bist du dir sicher? Ja, der hütet lieber Kaninchen und so. Ich dachte, ich könnte ihn beeindrucken, wenn ich mich beim Ponywalk von meiner besten Seite zeige. Der Ponywalk. Aber ich bin so schüchtern. Ach, brauchst du doch gar nicht. Das solltest du nicht. Ja. Du bist perfekt, so wie du bist. Richtig. Ich? Ja, du brauchst nur du selbst zu sein. Ja. Geh mal zu ihm und sag einfach Hallo. Was wäre, wenn du zufällig ein Smoothie übrig hättest? Ah. Das wäre wohl ein guter Vorwand. Er liebt Smoothies mit Kürbisgeschmack. Kannst du mir so einen besorgen? Ja, ich bin dein Smoothie-Lieferant. Warum? Mein Smoothie-Wagen ist in der Werkstatt. Wo bekomme ich jetzt ein Smoothie her? Vom Smoothie-Stand vielleicht hier nebenan. Zwei Smoothies mit Kürbisgeschmack, bitte. Oh nein, die bekomme ich nicht hin. Ich habe keine Kürbiscreme mehr. So ein mehr. Unglück! Bring mir ein paar Kürbisse und ich bereite welche zu. Ah, jetzt will er Kürbisse. Ah. Tja, an der Stelle müssen wir jetzt leider mit einem riesigen Cliffhanger stehen. Was passiert hier? War es Izzy oder war es nicht Izzy, die Wand von Pip zerstört hat? Finden wir die Kürbisse? Wird Primrose von Hitch geschwängert? Das sind alle Fragen, die ihr decken könnt, wenn ihr dieses Spiel spielt. Mal gucken, wie die anderen das fahren. Da ist einer. Die waren hier einfach so. Großartig. Fehlen noch zwei. Ach, die muss man jetzt einfach suchen. Ach du Jemine. Was ist denn hier los? Ach, die Zeit ist um. 30 Minuten spiele ich jetzt hier schon und muss die Kürbisse suchen. Uiuiui. Ui, ui. Ich sage es, wie es ist. Das Spiel ist für Kinder. Hätte man mir auch mal vorher sagen können, finde ich. Also, ich bin mal gespannt, was die anderen sagen. So, wir haben halt jetzt 30 Minuten gespielt, dieses My Little Pony Spiel. Und was denkt er? Bin fast eingeschlafen. Was? War ein Spiel für 5-Jährige. 6-Jährige, 7-Jährige. Ja, also mein Kind, so, also würde ich auch sagen, kann das easy spielen. Das, ja, macht bestimmt Spaß. Dafür ist es gut gemacht. Ob es 40 Euro dann wäre, das, puh, keine Ahnung, aber Hauptsache, das Kind ist wahrscheinlich ruhig. Ich war kurz davor, die Izzy zu entlarven. Also, tja, da wäre sie fast zu Sauerbraten die verarbeitet zu worden. Die hat doch das Plakat bemalt. Vielleicht. Ja, aber das ist ja gar nicht so schlimm, weil das klärt sich ja alles auf. Ja, das, ja, so weit war ich nicht. Ich hab das Spiel in vollen Zügen genossen. Okay, ich war noch ein paar Schritte weiter. Aber ja, das, also was heißt das Problem? Aber das Problem bei dem Spiel aus, genau, meiner Perspektive war, das war zu gut, um richtig trashig zu sein, aber zu schlecht, um Spaß zu machen. Ja, das ist ein gutes Fazit. Das ist ein, ja, das ist eher eh ein Trash gewesen für uns, also aus unserer Sicht. So, ja, von daher so. Aber nicht so eins, was halt richtig, das ist ja okay gemacht. Das Spiel, weißt, war, Sepp ja kann nicht das Spiel Müll kaufen, um Julius in, keine Ahnung wann, in 3 Jahren, 4 Jahren damit spielen zu lassen. Ja. So. Ja, ungefähr. Ja, ungefähr. Also, ja, wobei, so lange musst du wahrscheinlich noch gar nicht warten. Ja, stimmt, ich habe eigentlich auch schon mit 3 Jahren oder 4 Jahren der Preis ist heiß bei meinem Bruder am PC gezockt. Also das ist kein, das schlechtes Kinderspiel, es ist einfach nur ein Kinderspiel. Ja. Ja. Und damit sind wir am Ende unseres Penis angelangt. Das ist gut. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Spielen. Stopp. Beenden. Möchtest du das Spiel wirklich beenden? Ja.